Okay. Stirb, Fledermäuse! So. Okay, schießen wir einen Pfeil. Wisst ihr was, wie schließlich ich war schon hier? Es kann nicht sein, dass es diese Stelle ist, oder? Ich bin mir absolut sicher, dass es falsch ist. Okay, da. Oh, okay, das sind Stahlboss als Bossgegner gekommen, Mini-Bossgegner. Vielleicht bin ich hier ja doch richtig, oder? Gehen wir mal weiter. Hier können wir dann graben. Oh, Glücksfragment, okay. Was? Nix? Wieso? Oh mein Gott, die haben uns, wie die heutigen Jugendlichen sagen würden, hops genommen. Und hier haben wir dann eine Truhe, oder? Was? Okay. Stipp, stipp! Oh mein Gott, oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Okay, wir müssen eine andere Ding finden, Fischlins. Okay, perfekt. Oh yeah, die sind wirklich gefährlich, Fischlins. Ich sagte mal, dass die den Schild stehlen, das ist nicht so. Sondern, die überhaupt keine Rubine auf ihren Schwanz haben, die stehlen dein Schild. Aber die stellen extrem viele Rubine und wenn sie euch einmal erwischt haben, bekommt ihr von ihnen als Reward einfach nur einen roten Rubin, während der von euch 10 gestohlen hat oder so. Sehr vorsichtig müsst ihr sein bei dem Fischlins. Okay. So, jetzt können wir da rein. So, einmal. Nein, nein, ich glaube. Na, okay, ich weiß, was ich machen soll. Aber erstmal zerstören wir die, weil. Vielleicht kommen ja Dinger raus. Nope, aber Pfeile sind gekommen. Okay. Einmal hier. Und einmal. Da. Nein, falsch, 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 falsch. Nochmal. Diesmal versuche ich es von hier. Einmal da. Und einmal da. Und zack. Okay, ich brauche jetzt Pfeile. Was machst du da? Jetzt aber. Zack. Nein, 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 nein. Jetzt zack. Zack. Und nochmal, nochmal, nochmal. Okay. Andere Seite, andere Seite. Nein, nein. Zack. Zack. Und bam. Okay. Ich spiele es mit dem Analog-Fischlins und manchmal dreht sich Link auf die falsche Seite. Wir haben den Kompass, ja, perfekt. Okay, gehen wir jetzt dahin. Und einmal und zwei. Ui, ui, ui. Okay. Den schieben wir jetzt nach hinten und dann müssen wir gerade machen, glaube ich. Gerade kopieren, damit wir nach oben schieben können und das müsste es dann gewesen sein. Und wow, cool. Ein weiteres Schlüssel, Fischlins. Damit hätten wir jetzt zwei. Oder? Ja, damit müssten wir jetzt zwei haben. Und die Herzen haben wir jetzt auch voll. Now we can go. Da war wir eigentlich, glaube ich. Aber ich gehe erstmal trotzdem rein, um zu schauen. Ja, wir waren dort. Da in die Mitte muss ich.
Ja, ich weiß, was ihr denkt, Fischen. Jetzt schau mal in die Dungeon-Karte, aber ich versuch's mal ohne, soweit es geht. Und okay, weg sind sie. Falls ich da nicht weiterkomme, schaue ich dann doch in die Dungeon-Karte, aber so schwer war dieser Dungeon nicht, wie ich weiß. Ziehen, ziehen, ziehen. Und hier muss man schnell Salto machen. Mach, mach, mach. Oh mein Gott, okay. Puh, das war knapp. Ich hatte Angst, dass wir nicht ruhig kommen. Ich auch nicht, Eselo. Wow. Oh, schon wieder diese Hände. Mach sie fertig, mach sie fertig. Mach, mach. Oh, ja, und noch ein Glücksfragment, Fischling. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele das sehen, weil es gibt viele, die die Glücksfragmente nicht gut finden, aber ich finde auf jeden Fall, dass die Glücksfragmente eine gute, ein guter Zusatz für das Spiel ist. Außerdem gibt es dem Minisch einfach eine viel größere Bedeutung, weil das auch wie irgendwas, mit, soweit ich mich erinnern kann, mit den Minisch zu tun hat. Okay, hier komme ich nicht durch. Ich habe kurz vergessen, was ich machen muss. Jetzt lasst mich mal überlegen. Okay, ich glaube, ich erinnere mich jetzt wieder, was ich machen muss. Ich glaube, ich habe mich vorschnell vergrößert, Fischlins. Ja, hab mich vorschnell vergrößert. Springen wir erstmal da rein. Das müsste klappen, Fischlins. Wenn der vorbei ist, boom, springen wir einfach raus und das war's. Ich schiebe die mal jetzt so, wie ich glaube, dass es stimmt, weil ich könnte mich auch irren, aber ich bin sicher, dass sie so kommen müssen. Und dann müssen wir erstmal die Schlangen besiegen. So. Okay, lass mich mal sehen. Ja, es stimmt, es stimmt. Jetzt nach oben und dann muss ich einfach nur hier hin. Dann muss ich da nach hinten. Und das war's für Schlüssel. So. Und noch ein Schlüssel, yay! Und wir wissen auch ganz genau, welche Tür man damit öffnen muss. Also springe ich erstmal wieder hier irgendwo rein. Und die Tür ist offen für Schlitz. Hier ist es, glaube ich, wichtig, klein zu sein. Also verkleinern wir uns mal wieder. Der Rest sollte ein Kinderspiel sein, Fischlins. So schwer ist es auch nicht. Erstmal da rein. Dann runter. Nein, nicht so, nicht so, nicht so. Und zwar ab hier. Okay, let's go. Und hier ist ein Loch, seht ihr das? Gehen wir mal erstmal rein, weil hier ist ein Schlüssel, wie ich weiß. Und jetzt müssen wir uns einfach durchgraben, bis wir dorthin kommen. Okay, warte, 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 warte. Da ist doch ein Viech, oder? Nein, nein, nein. Okay, weiter, weiter, weiter nach oben und zack. Damit hätten wir... Okay, das war wieder nix. Graben wir uns unten weiter, falls irgendwelche Truhen sind, bekommen wir sie. Und ja, ich wollte sagen, falls nicht, ist es halt ungefährlich für uns.
Jetzt müssen wir einfach mal runter. Und da können wir uns vergrößern. Ich hoffe, bald finden wir auch einen Ort, wo ein Schloss ist, weil dieser Ort wirkt so, als wäre es noch nicht fertig mit uns. Ich meine, diese Stelle. So, gehen wir also weiter. Und ja, da ist eine Tür. Oh, cool. Die, die, die. Okay, die nächsten. Zack, 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 zack. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ich komme irgendwie bekannt vor, Fischlins von anderen Zelda-Spielen, aber ich erinnere mich gerade nicht. Wie dem auch sei, machen wir weiter. Dort ist noch einer. Sollte ich es auch umbringen? Ja, warum nicht? Vielleicht bekommen wir Fragmente oder so. Nope, aber Muschel. Weiter rauf und nun. Oh, wow, wow, wow. Okay. Das ist eine verschlossene Tür. Was ist dahinter? Oh, erinnert ihr euch an die Truhe? Ich glaube, ich muss in eins dieser Löcher springen. Springen wir mal da rein und. Perfekt. Okay, wir haben auch den großen Schlüssel. Wartet mal, wir haben den großen Schlüssel. Wir können schon den Bossgegner machen, Fischlins. Jetzt müssen wir nur noch den Weg finden, der zu ihm führt. Und wie ich weiß, war das eines der Türen, wo, die man nur betreten konnte, wenn man die Malwurfshandschuhe hatte. Die Frage nun ist, welches dieser Türen war das? Ich versuch's mal ohne Dungeon-Karte und falls wir nicht weiterkommen, mach ich's dann mit Dungeon-Karte, Fischlins. So. Da ist ein Herzcontainer, Fischlins. Seht ihr dieses kleine Loch? Die holen wir uns aber dann erst später nach dem Dungeon. Ich schaue auch, ob ich irgendwelche Schatztruhen in irgendwelche Dungeons vergessen habe. Zudem möchte ich sagen, Fischlins, ihr wisst, ich bin seit 2018 ein Fan. Ich bin zwar ein riesiger Fan und spiele gern Zelda. Leider konnte ich nicht alle durchspielen. Manche konnte ich nur einmal bis jetzt durchspielen. Minish Cap liebe ich zum Beispiel extrem, aber das ist mein, wirklich, ganz ehrlich, mein zweiter Durchlauf von Minish Cap. Und halt auf dem Gameboy spiele ich es jetzt auch, weil ich so ein Ding bekommen habe, eine Mega Lust, als ich es gespielt habe im Let's Play. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich nicht alle Herzteile finden. Ich werde natürlich wie verrückt danach suchen, aber wenn ich es nicht finde, bitte seid nicht so kritisch, Fischlins. Weil ich spiele die Spiele wirklich gerne und ich stehe eigentlich, ehrlich gesagt, auf die Dungeons und nicht auf die Suche nach Herzteilen. Natürlich suche ich sie gern, weil die bringen einem viel. Aber wenn ich sie nicht alle finde, stört das mich nicht, weil ich habe mich ja in Zelda, in The Legend of Zelda verliebt als erstes wegen den Dungeons. Und ich liebe die Dungeons heute noch sehr und ich spiele jedes Zelda-Spiel gern wegen den Dungeons. Und deshalb kam mir zum Beispiel Breath of the Wild anfangs ziemlich strange vor, weil... by the way, für alle, die es nicht wussten, ich habe das schon mal gesagt, ich habe nicht mit Breath of the Wild begonnen, sondern mit Twilight Princess und mein zweites Spiel war dann A Link to the Past und dann habe ich Breath of the Wild und dann Ocarina of Time gespielt und ich muss sagen, und dann Minish Cap und so weiter. Und ich muss sagen, Breath of the Wild ist zwar ein gutes Spiel, aber ich weiß nicht, ob es ein gutes Zelda ist, Fischlins. Weil da fehlen einfach diese elementaren Sachen, die Zelda so ausgemacht haben, wie zum Beispiel die Dungeons. Die Suche nach den Herzteilen existiert irgendwo noch, aber nicht auf die Art, wie wir es kennen. Halt dieses, ich habe jetzt das Wort vergessen, wie nennt man das nochmal?
By the way, Fischens, ich glaube, ich bin komplett falsch hier, weil ich mit euch gerade gesprochen habe, habe ich mich komplett verirrt, glaube ich. Ziehen wir das mal? Was genau war das? Okay, damit ist ein Schlüssel runtergefallen. Ich bin hier falsch, Fischens. So, gehen wir weiter. Jetzt musste ich die Karte doch anschauen. Ich glaube, ich muss da rein. Doch, ich glaube, weil da kann man runter, genau. Und der. Hier müsste ich richtig sein. Ich verstehe schon, okay. Was habe ich gesagt? Ja, Breath of the Wild ist halt ein gutes Spiel. Vom Story-Hergang ist es auch ein Zelda-Spiel natürlich, aber vom Spielerischen ist es was ganz Neues, muss ich ehrlich sagen. Und yo, wir sind beim Ghost-Gegner, Fischlins.